Dan, ich befehle dir. Das ist keine Bitte. Ich befehle dir jetzt einfach, da hochzugehen. Hör nicht auf den Vollidioten, der dich steuert. Mach einfach das, was richtig ist. Okay, geht doch. Geht nicht. Ich bin hier total falsch. Hier sollte ich gar nicht hin. Ich sollte hier drauf und dann sterben. Das ist alles nie passiert. Das ist so ein einfacher... Warte, wenn ich jetzt sage, dass das Ganze einfach ist, merkt ihr, dass ich ein Idiot bin. Ich muss hier schon vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber auch vor allem mit dem, was ich tue. So, geht doch. Nein! Es war unnötig. Das war der Suizid. Er war gerechtfertigt, Leute. Glaubt es mir. Es war so unnötig, überhaupt zu versuchen, da hochzukommen. Wir möchten hier runter. Wo sich einige Kürbisköpfe befinden. Kürbisköpfe hier. Fahrt zur Hölle. Warum fresst ihr meine Framerate? Ich versteh's nicht. Ja, auch du solltest bitte zur Hölle fahren. Und zwar jetzt gleich. Ja, okay. Weil in der Hölle ist gerade ein Sonderangebot. Einmal Marco zusammenschlagen für 0 Euro und das ist um 20% reduziert im Vergleich zum letzten Jahr. Und da treffen sich dann natürlich mehr Leute als letztes Mal. Dann ist ja klar. Ich sitze hier. Werde von allen Seiten zusammengeschlagen. Aber es ist mir egal, denn es macht mir Spaß. Ja, so einer bin ich. Nein, Quatsch. Runter da. Wir müssen Menschen retten. Zuerst speichern wir. Und runter. Fahrt zur Hölle. Zweimal. Danke. Ach, es ist ja schön, wenn mir... ich glaube, wenn eine Seele verloren ist... Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, wenn eine Seele verloren ist, hat man noch eine Chance auf den Kelch. Das ist jetzt kein Wissen von mir. Ich habe immer, naja, alle gerettet. Aber das ist reine Logik, denn denn immerhin, sonst bräuchte man gar keine Anzeige, wie viele Seelen man verloren hat, wenn man nach einer schon keinen Kelch mehr bekommt, oder? Klingt logisch. Wir sind hier Spider-Man. Das sammeln wir bitte ein. Wo wir es einsetzen müssen? Ich weiß es gerade nicht. eine Frage habe ich. Gibt es eine Möglichkeit, da wieder runterzukommen, ohne ein Leben zu verlieren? Ich habe bisher noch keine gesehen. Wenn ich hochspringe, dann greift Dan nicht mehr nach der Leiter. Und es ist demnach unmöglich für mich, da ohne Lebensverlust runterzukommen, wie bei so manch anderer Leiter. Das war wiederum nicht aufgrund einer fehlenden Möglichkeit, sondern aufgrund existenter Dummheit. Ich sehe es jetzt schon vor mir, wie dieses Zitat von mir einfach von Idioten benutzt wird, um zu zeigen, was für ein Idiot ich bin. War das hier oben? Nee, hier oben waren wir ja, ne? Das war also nicht hier. Ja. Nicht logisch. Vielmehr töten wir den Kürbiskopf da hinten. Ich nenne die Kürbisköppe, weil... Peter Pan es mir befiehlt. So, wo war jetzt dieses zweite Rad nochmal einzusetzen? Das war nicht hier, nein. Entschuldigung für die Umstände, aber ich kann mir auch nicht alles merken. Ich bin ja kein wandelndes Lexikon. Mein Kopf ist immer noch gefüllter als der von Daniel. Da ist immerhin gar nichts drin. Dich habe ich eben übersehen. Ich meine, ich habe ja selbst ein Auge mehr als Daniel. Ich bin also 10.000 Mal besser. Natürlich bin ich das. Hier, fang die Axt.
Danke. Wonach suche ich jetzt? Ich suche nach einem Ort, um dieses zweite... Ich nenne die Teile jetzt Zahnrad. Ich weiß, dass sie nicht so heißen. Ventil! Danke! Ich suche einen Ort, um dieses zweite Ventil einzusetzen. Ich bin so ein Versager. Ich brauchte... Ihr seht ja unten an der Videoanzeige, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um auf das Wort Ventil zu kommen. Obwohl ich die ganze Zeit im Kopf hatte, was es ist und wofür es benutzt wird. Ist da unten irgendwas? Nee, da haben wir ja euch befreit, ne? Ich glaube aber, ich weiß schon, dass ich dich töten werde. Hier war der Sack Gold oben. Hier ist der Kelch jetzt oben. Hier, wo wir sind. Ich weiß, wo man das Ventil einsetzt. Was gut ist. Wir möchten da zuerst mal hier hoch. Das Level hier kann ziemlich verwirrend sein. Es ist eigentlich... Es war mal mein absolutes Hasslevel, weil ich dort irgendwie tagelang nicht durchgekommen bin. Das ist jetzt knapp ein halbes Jahr her, glaube ich. Ups, es tut auch weh. Aber dann habe ich mich in dieses Level verliebt später. Weil es einfach ein geniales Beispiel ist für ein tolles, kreatives Level-Design. Ich meine, wenn wir gucken, haben wir drei große Räume und Bäume, von denen wir da und runter fallen. Und die Idee, die Blätter der Bäume als nach oben springen zu benutzen, die Pflanzen, die Ventile, das ist so viel auf einmal, die Kürbisse, das gesamte Design dieser Räume. Es ist so genial fantasievoll und ich bin schon wieder runtergefallen. Aber es ist definitiv eins der geilsten Level. Nachher kommen noch geilere. Aber das hier hat sich so in mein Gehirn gebrannt im Prinzip. Auch als ich das Spiel durchgespielt habe, als ich ein Kind war. Und hier nicht weiterkam. Und zwei Level weiter habe ich als Kind gespielt und da war dann sowieso Sense. aber das werden wir gleich sehen. So, ich bin jetzt durch dieses... War das gut? Das war nicht gut. Ich weiß, wie der Raum aus... Das da ist übrigens eine Scheißstelle. Es sollte nicht möglich sein, bei sowas runterzufallen und da 90% des Levels neu machen zu müssen. Das finde ich schlecht. Aber wie gesagt, der Rest gefällt mir. So... Wonach suchen wir? Das ist eine gute Frage. Ich weiß die Antwort. Aber ich verheimliche sie vor mir selbst. Wir suchen nach... Hab Geduld, Pflanze. Gleich weiß ich es. Ich wollte nur mein Schild kaputt machen lassen. Nein. Wir suchen nach dem Rundgang, der gar nicht da oben ist. Ist der wirklich? Es gibt so eine First-Person-Sicht. Da ist das dritte Ventil. Da ist... Ich habe es! Ich hab's, Leute! Ich habe es trotz meiner grenzenlosen Dummheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschafft, die Position für das dritte Ventil zu finden. Ich sag's euch noch. Ach, die Steuerung ist schon was ganz Besonderes. Aber wirklich schlecht ist sie nicht. Doch. Na, die Kamera, bitte. Nicht die Steuerung. Es ist alles der Kameramann! Es ist seine alleinige Schuld! Schuld! Du bist schuldig! Fahr zu den Feuern der Hölle! Und so. Und so. Es klang episch. Ja, bitte, lass mich nochmal runterfallen. Ich will unbedingt 10.000 Mal runterfallen. Ja, knall mit deinem Kopf gegen das Blatt. Denn ich habe langsam das Gefühl... Ich habe langsam das Gefühl, du stehst darauf. Oh Gott. Okay.
Okay.